So, die ersten 2 Wochen mit Tag 6312 sind um. Es war auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr spannende Zeit mit unheimlich vielen Fortschritten und ganz, ganz vielen neuen Erfahrungen auch. Ihr seht ihn ja jetzt erstmal an Tag 3. Da sind wir das erste Mal gemeinsam dann übers Paddock gelaufen. Er hat ja die ersten Tage in der Paddockbox verbracht, um sich erstmal an den Zaun zu gewöhnen und danach ging es in den Offenstall. So, hier sind wir jetzt auf dem Offenstall-Paddock. Er hat hier natürlich viel, viel mehr Platz und viel mehr zu sehen. Und das Interessante ist, dass tatsächlich erstmal die Heuraufe gewesen. Die fand er mega gruselig. Sowas kannte er wohl bis dahin noch nicht. Ich musste ihn erstmal ein bisschen animieren, an dieser gruseligen Sache vorbeizulaufen. Aber er ist wirklich mega, mega freundlich. Er versucht sich zwar so ein bisschen bei mir zu verstecken, aber nie so, dass er mich wirklich umrempelt. Er hält immer Abstand. Er ist jetzt natürlich an allem interessiert. Ne? Der Stromzaun ist gruselig, der knackt so ein bisschen. Die Hauswand sieht anscheinend anders aus als auf der anderen Seite. Da ist er natürlich an allem so ein bisschen interessiert. Ich habe im Stall, wo er jetzt vorher stand, schon festgestellt, dass er sich sehr gut entspannt, wenn man ihn zwischen den Augen berührt und dort ein bisschen krault. Das versuche ich hier jetzt erstmal. Allerdings ist er noch so aufgeregt, dass er jetzt zwar erstmal stillhält und sich denkt, okay, das kenne ich, aber wirklich Entspannung ist es natürlich in dem Moment noch nicht. Deswegen gehe ich direkt wieder weiter und gucke erstmal, dass er sich diese gruselige Heuraufe anschaut, aus der er nachher fressen soll. Er ist davon allerdings noch nicht so ganz überzeugt gewesen. Aber das hat sich dann auch sehr schnell ergeben. Haben da einfach ganz, ganz lange dran geübt und dann hat er gemerkt, oh, da kommt hier Essen raus und dann war das plötzlich halb so schlimm und wir konnten ganz entspannt an der Heuraufe stehen. Ja, ein paar Tage später haben wir dann mit dem eigentlichen Training angefangen. Hier ist er noch nicht so ganz überzeugt davon, wieso er die Aufmerksamkeit auf mich bringen soll, statt auf die Heuraufe, weil die ist inzwischen überhaupt nicht mehr schlimm. Inzwischen ist das sein bester Freund, weil da kommt hier Essen raus. Wir haben also die ersten Tage dort erstmal daran gearbeitet, dass er den Fokus auf mich legt, dass er aufmerksam bei mir ist, mir nicht den Hintern zudreht. Er hat noch sehr große Probleme, wenn ich auf die rechte Seite komme. Also er möchte ganz gern immer von links bzw. mit dem linken Auge nicht im Blick haben. Das merkt man hier ganz deutlich, dass er versucht, mich auch ja nicht auf seine rechte Seite zu lassen. Aber das ist auch gar nicht schlimm. Ich versuche es jetzt erstmal mit dem Stick ein bisschen Kontakt zu ihm aufzubauen. Das ist eigentlich die sichere Variante, die ich in so einem Fall bevorzugen würde. Das Problem ist, ich habe das die ersten Tage dort probiert, aber er findet den Stick immer noch so ein bisschen komisch. Meine Hand hingegen findet er nicht ganz so schlimm. Jetzt natürlich erstmal schon, weil eben war ja der große, böse, gruselige Stick da. Aber wie ihr gleich sehen werdet, war das Thema ganz schnell vom Tisch. Ne? Er kaut jetzt ab, er denkt nach, er denkt so, okay, warte mal, das war eigentlich das Gleiche, was wir auch vorher schon gemacht haben, was eigentlich ganz angenehm war. Er ist nämlich unheimlich verkuschelt. Man muss ihn nur mal erstmal so ein bisschen davon überzeugen. Na, jetzt ist er schon wieder deutlich relaxter, lässt die Bewegung zu und sobald ich dann in Richtung Mähnenkamm komme, da ist dann sowieso alles ganz, ganz toll. Da hat er nämlich seine Lieblingsstelle, in der er super gern gekrault wird. So, jetzt sieht man es ganz gut. Wenn man sie dann mal gefunden hat, dann hat er nur noch Augen für einen selbst. Er versucht sogar mal vorsichtig inzwischen schon anzukommen, so ein bisschen zurückzukraulen. Traut sich noch nicht so ganz, weil er nicht weiß, was ich davon halte. Aber wie ihr in meinem langen Update-Video sehen werdet, ich hoffe, ihr schaut es euch alle an, sind wir schon ein großes Stück vorangekommen.